Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Entschuldigt bitte. Heute möchte ich euch bereits Mittwoch begrüßen. Und wie ihr seht, sind unsere Sonnenblumen soweit und die möchte ich heute mit euch ernten. So, Mittwoch, Hälfte der Woche ist wieder geschafft. Zweite Hälfte schaffen wir auch noch bis zum Wochenende. Und dann heißt es wieder für diejenigen, die am Wochenende frei haben, Erholung und Entspannung. So, ich werde jetzt aber hier erstmal Vorgewinde machen. Ja, ich habe ein bisschen doof angefangen. Ist mir auch gerade aufgefallen. Aber gut, dann machen wir das jetzt. So. Na, das sieht doch schon besser aus. So längst du denn nicht? So, machen wir gleich noch mal eine zweite Runde. So. Ich denke mal, hier wird der Ertrag nicht allzu dolle werden. So, wir fahren auch gleich die zweite Vorgewenderunde. Und dann können wir unsere Bahn hoch und runter nehmen. So, ich bin auch schon am Überlegen, was wir dann mit dem Feld hier machen.
Vielleicht mache ich hier eine kleine Wiese draus, damit wir uns schon mal ein paar Ziegen und oder Schafe im kommenden Ingenjahr holen könnten. Weil ich denke mal, die großen Wiesen werden wir uns eh noch nicht leisten können. Weiß gar nicht, wir können ja mal gucken. Ja, speichern wir. Was die billigste Wiese kostet. 146. So, wie viel Hektar sind denn das? Steht nicht dran. Steht nicht dran. Naja, muss ich mir noch mal überlegen. Ach, jetzt mache ich hier schon drittes Vorgelände. Oh Mann, das war jetzt so nicht geplant. Aber gut, dann machen wir hier halt noch ein drittes und dann geht's mit der Mitte weiter. Und da muss es ja im Endeffekt eh alles. Mal sehen, wie viel wir hier insgesamt runterbekommen. Dass wir uns dann wenigstens noch ein paar Taler verdienen können. Ich denke mal, das wäre ganz schlau. Geld können wir immer noch gebrauchen. Ich muss mal nachschauen, ich weiß gar nicht. Unsere Trille. Ja, die kann auch Gras. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich überlege es mir mal nach der Aufnahme, was wir hier mit dem Feld machen. Vielleicht kann ich euch ja dann dazu in der nächsten Aufnahme schon was sagen.
Bin ja mal gespannt, wie viel wir hier insgesamt runterbekommen. Bin ich ja schon gespannt drauf. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, Maisgebiss ist natürlich auch nur gemietet, weil sobald wir hier fertig sind, werde ich den Drescher zurückgeben, gebe dann auch gleich das Maisgebiss mit zurück. Weil das brauchen wir erstmal dann nicht. Brauchen wir erst wieder im kommenden Ingame-Jahr. Und so lange muss das ja hier bei uns nicht rumliegen. Ja, Drescher ist gleich zum ersten Mal voll. Ist ja voll. So. Kalkbraucher, Düngerbraucher, also das verbrauche ich auch alles. Warten wir mal ein kleines Momentchen und dann geht's weiter.
würde ich mal sagen, machen wir erst das Stückchen hier. So, ja, vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge schon sagen, was ich mir nun für dieses Feld hier überlegt habe. Erstmal müssen wir das ja vorbereiten, Kalk, Dünger, Kupfer, bevor hier dann was Neues rauf kann. Habe ich echt noch keine Idee. Haben wir das hier vorne gleich schon erledigt. Ich würde aber sagen, den zweiten Streifen mache ich jetzt alleine fertig. Für euch soll es das erstmal gewesen sein. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Mittwochnachmittag. Tschüss!